Hallo, liebe Tiefseefreunde, zum großen Finale der Euro 2020/21 hier in London und mit der Partie Portugal gegen Österreich. Ja, das ist unser Finale. 50 Spiele haben wir jetzt gezockt und am Ende steht Portugal und Österreich im Finale. Jetzt die Hymnen und dann geht's weiter. Es ist angerichtet, hier im Wembley-Stadion, das Finale. Ja, wie gesagt, 50 Spiele haben wir gespielt. Wir haben immer ausgelost, bis auf das Thema Deutschland. Da haben wir immer die Deutschen gespielt. Aber ansonsten wurde ausgelost, wie auch vor diesem Finale. Und jetzt ratet mal, wen wir gezogen haben. Genau, Österreich werden wir spielen. Richtig, gegen Portugal. Ja, das kann ja nur gut gehen. Auf dem Schwierigkeitsgrad fortgeschritten. So viel dazu. Ja, eine lange EM geht zu Ende. Mir hat es riesig Spaß gemacht und jetzt hoffen wir, dass wir Österreich zum Titel verhelfen. Wenn nicht, ja, brauchen wir uns nichts vorwerfen, denn Portugal ist ja der haushohe Favorit. So, übrigens Österreich in den schwarzen Trikots. Portugal in weiß, das haben wir mal am Rande bemerkt. Vorsicht, die Maschine da schon mal durch. Na, hallo. Klasse. Immer noch nicht. Soll schon hingehen, ne? Jetzt aber mal, klasse. Ja, in den Lauf vielleicht. Nein, aus. Uiuiuiui. Ja, es hat riesig Spaß gemacht. Alle Spiele könnt ihr über die Playlist anschauen. Oben rechts, sobald sie eingeblendet ist. Leute, Foulspiel. Naja, naja. Bitte mit. Versuch. Ah, oh, nee. Ah, oh, Leute, haben da auch noch Glück. Pfosten und ja, der Herr Bachmann köpft das Ding, glaube ich, selber rein. Natürlich unglücklich. Also wenn... Ah, das kann aber nicht wahr sein, oder? So ein Tor jetzt hier. Nee, 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 nee. Leute, das ist Pech. Ja, Mann. Aus dem Nichts heraus hier, ne? Ja, schöner Schuss. Und dann... Unglücklich. Ja, das ist Fußball. So eine Gurke wieder, ne? Meine Fresse. So, ja, hilft jetzt alles nichts. Österreich muss was tun. So, jetzt schauen wir mal. Fehlpass, Alaba. Glück gehabt. So. Schön, dass du... Klasse. Nee, so nicht. Arnautovic. Mit dem Versuch hier, aber das war natürlich alles andere als gut, ne? Da war er zu weit draußen. An die Torstange da hinten. So, Abschlag.
Kurz, oder? Ja. Kurzer Abschlag. Schauen wir mal, ob die Portugiesen das halten können. Ja, Portugal über Schweden ins Halbfinale eingezogen. Und die Österreicher, ja, haben ja England rausgekegelt nach der Verlängerung. Wahnsinn, Spiel war das. Kann ich nur empfehlen anzuschauen. So, ja, Fehler. War sie? Torwart! Also, oder Alaba. Torwart oder Alaba, genau. So läuft das hier. Nee, so nicht. Ja, Österreich noch nicht im Spiel. Natürlich, Portugal ist stärker. Das ist schon mal, das ist ganz klar von den Stärken vorgegeben. Aber wir können es ja mal probieren, ne? Würde ich sagen. Das große Glück vielleicht. Nee, das gibt's. Eckball. Abgefälschter Ball hier. So, weiter geht's. So ein Ding hier, echt. Ah! Hin! Raus, genau. Sehr gut. Befreiungsaktion hier. Ruhig, ganz ruhig. Oder so. Genau. Genau, jetzt da. Muss man in Österreich ein bisschen was tun hier, ne? Klasse. Oh, da passen wir auf. Ah, die Chance. Da haben sie nicht aufgepasst, Grigoric. Das geht schon, ne? Also so ist nicht. Portugal ist nicht unbezwingbar. Muss am Rande bemerkt hier, ne? Klasse Ball. So nicht. So vielleicht. Oh, wieder klasse. Eckball. Gregoritsch, der ist heiß. Super Aktion wieder hier. Klasse angenommen und dann schön vorbei. Und dann dreht er sich. Und dann ja, mit einer Hand noch am Ball. Da fliegt er hier. Ja, da freut er sich auch, klar. So. Jetzt der nächste. Ecke hier, Österreich. Abgewehrt, Faustabwehr. Vorsicht, wir müssen Österreich aufpassen, dass sie da nicht im Konter laufen. Ja. Schade. Vorsicht. Vorbei. Aus. Einwurf für die Alpenrepublik. Mein Gott. Der Versuch des Wechsels. Ja, nicht ganz gelungen. Das ist ein schneller Pass nach vorne. Bei Abschlag. Na komm. Klasse. Einwurf. Vorsicht. Wieder am 16er. Ja, super gemacht. Klasse, abgenommen hier Grilic. Arnautovic jetzt mal, komm. Klasse, Arnautovic. So, und im letzten Moment. Wieder dazwischen hier. Ah, falsche Taste. Gleiches Halbzeit.
Aber Vorsicht. Ja, die kommen wieder da rein, die kommen wieder rein, da in den Sektor da. Raus mit der Kugel. Das ist natürlich schlecht, da ist keiner vorne. Wieder der Pass an die Spitze. Ronaldo, einmal so nicht. Jetzt gleich Halbzeit normalerweise. Ja, Halbzeit. Ja. Sollte diesem Spiel durch ein Eigentor entschieden werden, das wäre natürlich echt bitter aus österreichischer Sicht. Jetzt mal die Statistiken. Ja, Portugal klar überlegen. Aber Österreich hatte seine Chance, ne? Oder ist nicht? So, jetzt Österreich. Im Aufbau, komm. Ach, wieder nicht, das ist alles so durchsichtig. Ball. Nein. Wieder passt da raus. Vorsicht! Das Pressing hier der Portugiesen. Geht's hin, Kinders, geht's hin? Ah, nie! Foulspiel. Ja, ja. Fällt er wieder hin. Weiter geht's. Oh, ganz gefährlich für Ronaldo hier. Ja, Tor. Wieder Aluminium. Wahnsinn. Der Freistoß passt genau rein, ne? Und dann, ja, keine Chance hier. So, Sekunde mal, jetzt müssen wir mal was ändern hier. So, wir spielen jetzt hinten eine Viererkette, genau. Dann nehmen wir nämlich welche raus und zwar würde ich gerne hier. So, nee. Nee, das passt so, oder? Nee, Zentrali noch einen anderen hier, genau. Den da. Wo ist er denn? Da. Genau. Weiter geht's. Österreich wird jetzt umstellen. Muss jetzt umstellen. Offensiver werden. Also wird das nichts mehr, ne? Ah! Eckball! So, jetzt kommt der Wechsel. So, jetzt. Schauen wir mal, das ist was bringt hier, ne? Es ist alles so durchsichtig, Kinders. Abseits!
Ah! 3-0. Ronaldo. Das war's. Nächstes Tor. Ja, Portugal ist halt stärker, ne? Das sieht man hier ganz klar. Ja, super Tor. Ja, eigentlich gefährliches Spiel am Mann, oder? Oder nicht? Hallo? Alter. Wahnsinn. Ja, Österreich, das war's. Der Wille war da, aber wir haben keine Chance. Nicht hier, wie gesagt, wir sind ja keine Profis im Spiel, ne? Also Profis würden da in Sicherheit besser dastehen. Aber nicht hier, ne? Gelegenheitsfußballer. So wird es nix. Ah! 3-1. Doch noch am Schluss. Der Anschlusstreffer hier. Ja, geht doch. Geht doch. Wenigstens ein kleiner Lichtblick hier. Das wäre auch unfair gewesen hier, zu Null zu spielen. Leute, ihr müsst mir helfen. Ich kann so nicht. Eckball. Jetzt mal die Ecke. Was liegt? 13 Minuten noch. So wird es nix. Ja. Foulspiel, unnötig. Versägt. Wieder Flanke. Da, weg. Da scheppert er ganz schön viel da hinten. In dem Gebälk. Ups. Abschlag. Ja. So, nächster Wechsel hier. Ja, Semedo und Guerreiro gehen raus. Ja. Portugal ist durch, würde ich sagen. Na, da ist nicht mehr viel Gegenwehr von Österreich, glaube ich. Da wieder Fehler im Aufbau. Alles gut, kein Foul. Oh, jetzt wieder der Reingang. Oh. Da ist er doch noch hingekommen. Wahnsinn. Ronaldo, Vorsicht. Der trippelt alle aus in seinem Bus. Alaba, klasse. Das war's, glaube ich. Österreich hat sich gut geschlagen, kann man nichts sagen, aber Portugal war heute einfach ein Tick besser. Na, pfeif Abschiede, komm. Das war's. Portugal gewinnt und ist Europameister bei uns. Bei PS 2021.
Es war eine harte, lange EM. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr könnt alle Spiele nochmal über die Playlist oben rechts sehen. Ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam. Damit endet natürlich auch diese Serie von Let's Play. Jetzt nochmal die Höhepunkte. Und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Videoreihen wieder. Also vielen Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.